So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon. Ich habe aus dem Spielstand oder aus E-Mail erfahren, dass wir die 8 Arena platt machen. Und das sollten wir hinbekommen. Bis auf Beutel. Ein gewisses Falekmon da unten. Haben wir auch unser normales Team. Ich habe mal Snoopy Cat nach vorne gezogen, weil ich habe keine Ahnung, worum es in dieser Arena genau geht. Hey, wartet mit Champion ins Spiel. Nicht einmal ich kenne die Identität des Arena-Leiters von Vertania City. Soweit ich weiß, ist er von allen Arena-Leitern der gefährlichste. Trainer setzen Boden-Pokémon ein. Dann ist ja gut. Okay, machen wir es jetzt. Darf hier nicht sprinten. Muss stark sein, bla bla. Okay. Skippen wir das Ganze mal ein bisschen durch. Ja. Ah, okay. Willkommen in meinem Geheimversteck. Hier wollte ich das Team Rocket wieder auferstehen lassen. Aber du hast mich schon wieder aufgeführt. Also gut, dieses Mal kenne ich keine Gnade. Ich, Giovanni, der größte aller Trainer, fordere Revanche. Ja, okay. Letztes Mal hat er mich nicht so beeindruckt. Andererseits habe ich letztes Mal auch nicht gegen ihn gekämpft. Ha, wir sind nicht mal doppelt so hoch. Ja, wir sind nicht mal doppelt so hoch. Das ist ganz wichtig. Normal, normal, normal. Normale Attacken sind nicht effektiv gegen es. Ja, ich hätte gesagt. Okay. Wieder nicht effektiv. Bodengift. Pokémon mögen. Wollen aber trotzdem das Pokémon weg. Vielleicht kommt dieser Feuer. Die Pflanzen mögen den. Hey. Wir bewerfen uns hier gegenseitig mit effektiven Attacken. Oder mit normal effektiven Attacken. Aber das nächste Pokémon nutze ich, dieses hier wieder voll zu machen. Nidoking. Niedrigere Verteidigungswerte. Ja, es kommt doch. Erdbeben. Nutzen wir mal Gigasauger. Vielleicht will er das noch machen. Meine Igelsamen füllt uns 15 HP nach. Finde ich schon ganz schick. Falls er das überlebt, macht er nochmal Erdbeben und wir sind bei plus minus 0.
Ja, hat er nicht. Aber diesmal macht das fast gar keinen Schaden. Also Nidoking hatte viel stärkere Erdbeben als der hier. Die bessere Verteidigung als der hier. Okay, nächster Gegner, bitte. Wir wollen uns... Ich möchte die HP noch nach. Ich will ja kein Sprudel oder... Leitungswasserverbrauch. Tafelwasser. War das? Ah, noch ein Rihorn, sehr cool. Na los, schmeiß rüber. Okay. Giftblatt. Rasierblatt. Giftblatt wäre auch nicht Blatt. Oh! Sehr effektiv. Hätte ich vielleicht bei den anderen beiden auch machen sollen. Mist. Da ist... Oh, Synthese, was ist das denn? Ja. Oh, hängt vom Wetter ab. Nicht erlernen. Kämpfer hart und fair, nimm diesen Erdorden zum Anzeichen meiner Anerkennung. Und wir gewinnen 5000 Poké-Dollar. Nimm. Ach ja, wir haben ja einmal. Alter. Jedes Level, bla bla. Außerdem darfst du an der Pokémon-Liga-Abenteuer nehmen. Geschenk, 26. Erdbeben. Ich habe sie vor langer Zeit geschaffen, als ich hier noch Arenaleiter war. Okay. Ihr habt euren Text auch noch nicht geändert. Ja. Dann. Achso. Okay. Ich meine, wir müssen hier lang zur nächsten. Ah. Das wächst hier im Gras. Ein Level 4 Mankey. Ich würde sagen, da lohnt sich ein Zahltag. Ah, was für eine Überraschung. Du bist auch, also auch auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Du besitzt auch alle Orden, das ist cool. Ich werde mich für die Pokémon-Liga aufwärmen, die besiegen. Also, los geht's. Ein Taubboss. Wir bomben es vorsichtig mit Zahltag an. Dann noch Zahltag. Wir nutzen dann zum Abschluss Zahltag. Komplizierte Kämpftag. Geil. Aber das muss leider so sein. Ah, Rihorn. Ja, für Rihorn können wir ja unser Tauboss mal rausfallen. Ah, komm. Hau weg.
nicht effektiv. Body. Eine Stahlattacke sollte helfen. Sehr effektiv. Ja, weil es ein Tank ist. So. Ja. Ah, 34. Danke, Pokémon. Kovai. Sollte er nicht inzwischen längst ein Kovai haben? Aber ich bin der Meinung, das Kätzchen mag Krallen an Bäumen besser. Oder gerne Eiern, irgendwie so. Nennt es wie ihr wollt. Ah, das ist ungefähr Hälfte. Was sollst du, Willi, aufwachen? Wie wär's damit? Verstrahl. Weg. Sala. Ja. Wir setzen mal gegen Simsala ein Pflanz. Was ist eigentlich gegen Psycho? Nee, Kampf. Psycho ist stark gegen. Das war Gift? Eva? Ja. So. Was haben wir denn hier noch an verletzten Pokémon? Ich meine, wenn wir sowieso schon eine Runde Heilung machen, dann können wir auch was machen. Ja, das ist okay. Ah. Okay. Alter. War jetzt nicht so spannend. Garados. Oh, gegen Garados. Garados ist ein schöner Gegner. Ich weiß nämlich, dass Garados einen Hyperstrahl aussendet. Okay, wilde Garados haben irgendwann mal einen Hyperstrahl ausgehalten. Ah, Glurak. Nein. Bleiben wir dabei. Zahltagen wir als Pferd. Oh, ich habe aus Versehen nochmal Überstrahl gemacht. Ich wollte zahlen. Sorry. Ja. Oh, Snoopy ist weg. Suchen wir uns das nächste. Ah. Ja, dann machen wir Kraffer. Was? Ich war zu unvorsichtig. Die GG gewinnt kein Geld. Und hebt 2400. Das war ein gutes Auf. Ich bin gut auf die Pokémon-Liga vorbereitet. Auch wenn du gewonnen hast, musst du mehr trainieren. Ich glaube, du bist dir dessen bewusst. Bis dann. Ja, er hat zwei Pokémon von uns ausgeschaltet, obwohl wir sie vorher schon in einem Arena-Kampf alle benutzt hatten. Dieser Flo, ja doch, dieser Flo hat sich in dem Kampf komplett voll geheilt. Und ich habe einfach aus Unvorsichtigkeit Willy Cat zweimal von ihm voll angreifen lassen, ohne dass ich was dagegen hätte gemacht. Oder gemacht hätte haben können. Wir müssen eindeutig mehr trainieren. Das gebe ich so zu. Weil wir haben auch das gesamte Team mit zwei Pokémon. Wenn wir Visa Flores kurz Einsatz drei Pokémon ausgestattet.
Und ja. Ah, hier. Inzwischen sterben die Wilden auch an. Aber weiter. Gibt's hier im hohen Gras wieder Löwen. Okay. Ich musste natürlich auf Rennen drücken. Ja, Level 3. Sehr schön. Na, was kommt hier? Du trägst den Felsorden, du darfst weitergehen. Yay! Weil du den Quellorden bereits besitzt. Okay, setz deinen Weg fort. Du darfst passieren, weil du den Donnerorden hast. Juhu! Weiter. Oh, gar keine Wache. Du darfst passieren, weil du den Farborden hast. Okay. Zudem hatte Chibi, glaube ich, irgendwas gesagt. Willst du Surfer einsetzen? Ja! Was steht hier? Indigo-Plateau. Genau. Und eine kleine Krabbe? Nein. Was? 24er Blackhorn? Du darfst nur passieren, wenn du den Seelenorden hast. Die Wache steht da so ein bisschen daneben. Soll mir recht sein. Was ist mit dieser Klinge kaputt? Darf es nur passieren, wenn du den Sumpf vorne hast. Ja. Noch ein Wasserkamm. Ja. Gott. Nächster. Hier gibt es echt keine Goodies. Was hier jetzt geht? Ein 30er Minky. Nicht so richtig den Unterschied, ob das jetzt ein 2er oder ein 32er ist. Oder ein 3er oder ein 32er ist. Beide 350 Dollar. Du darfst nur passieren, wenn du den Vulkanorden trägst. Blablabla. Indigo-Pot. Was ist aber noch mehr Text? Das Pokémon-Liga-Hauptquartier ist die höchste Pokémon-Auto. Gibt's hier jetzt Gegner? Gegner, Gegner. Das Traurige ist, bei meinem Standard-Angelplatz bekomme ich trotzdem noch mehr EP. Das ist nicht so gut. Du darfst nur passieren, wenn du einen Erdorden hast. Ah, bababa. Siegesstraße. Ein Kleinstein! Sehr gut, sogar 700. Er hat sich irgendwie selbst umgebracht, ich weiß nicht wie. Hier sollten wir uns überlegen, ob wir stärker. Oh, Sandama. So, dann werden wir jetzt die seltene Gelegenheit nutzen, um voll in die Tiefe zu greifen. Und Tafelwasser zu benutzen. So, 50 Punkte aufgefüllt, da können wir noch eins geben.
Dann auf keinen Fall noch eins, weil wir können nur noch maximal 27 Punkte da reinstopfen und das wäre die Hälfte des Tranks verschwendet und der kostet immerhin Geld. Oh, was bist du? Was bist du, was bist du, was bist du? Ich will's haben. Oder damit spielen, oder weiß ich nicht. Ich will irgendwas damit machen. Ein weißer Punkt, der anders aussieht als der andere Rest. Dann werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich sehen, wie Dre sich hier mit einem Erd-Pokémon abmüht oder mit einem Stärke-Pokémon. Weil die Folge ist inzwischen zu Ende und ich würde mal soweit sagen, danke fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr seid bei der nächsten Folge bei Dre mit dabei. Bis dahin, tschüss!